Hallo, hier ist der Teil 4 der Zuckersucht-Serie. Wenn du die anderen noch nicht gesehen hast, dann schau dir die vorher nochmal an. Ich habe erst meine Geschichte erzählt und dann schon mal ein paar ganz praktische Tipps für die Umstellung gegeben, wie du da rauskommst aus der Zuckersucht, wie du das ersetzen kannst. Und jetzt möchte ich nochmal ein paar Tipps geben, wie du dich mental verändern kannst, um das wirklich dauerhaft und nachhaltig deine Ernährung umzustellen. Genau, der ganz, ganz wichtigste Tipp ist, dir Zeit geben, ja, und dir selbst zu vertrauen. Das habe ich wirklich über viele Jahre des Jojo-Effekts gelernt, dass ich mir vertrauen kann, dass ich nur bis zu einer bestimmten Gewichtsgrenze komme. Ich habe keine Waage. Es ist nicht eine Zahl, die ich im Kopf habe, sondern es ist eher so, dass ich das an meinen Kleidern merke. Oder an einem Wohlgefühl, ja. Und es passiert von alleine, habe ich dann gemerkt, dass ich, wenn ich an diese Grenze stoße, wieder da aktiver was für tue, um mich weiterhin wohlzufühlen in meinem Körper und gesund alt zu werden. Genau. Dann ganz, ganz wichtig hier aus dem Hinterstübchen. Glaubenssätze ausgraben. Was hast du für Glaubenssätze mit Ernährung? Was hast du für Kompensationsmechanismen mit Ernährung? Bei mir war es zum Beispiel die Angst zu verhungern. Ja, das ist ein Glaubenssatz. Wenn ich nicht genug esse, dann verhungere ich. Ja, und ich war aber schon übergewichtig und hatte trotzdem diesen Satz. Und das ist gut, den auszugraben und sich bewusst zu machen, ich habe genug. Ich habe mich dann immer im Spiegel angeguckt, habe gesehen, habe mir bewusst gemacht, hier, da ist genug, sind genug Reserven, ich muss keine Angst haben zu verhungern. Ja, ich habe auch eine Aufstellung gemacht, wo es um das Thema Krieg ging, weil ich gemerkt habe, dass dieser Glaubenssatz zu verhungern ich aus der Familie meiner Großeltern übernommen habe, die beide Hunger erleiden mussten. Ja, und diese Angst wird dann einfach weitergegeben an die Kinder und Kindeskinder. Sowas kann zum Beispiel passieren. Und da ist es wichtig, diese Glaubenssätze aufzudecken. Dann ganz, 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 ganz wichtig, auch entscheidend, Verzicht vermeiden. Du wirst es nicht schaffen, wenn du die ganze Zeit, und deswegen funktionieren auch diese ganzen Diäten nicht, wenn du das Gefühl hast, du musst verzichten. Deswegen nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, sich Zeit zu geben. Ja, und es wirklich nicht über Verzicht zu machen, sondern durch eine Umstellung und auch den geistigen Wachstum, der dabei mit an den mit, damit der Geist auch mitwachsen kann. Ich musste immer wieder Pausen machen, damit mein Bewusstsein mitwachsen kann und es zulässt, dass das passiert. Ja, und es ist ganz wichtig, das Gefühl zu haben, dass immer genug da ist, dass ich immer genug esse. So. Und das ist halt bei der Rohkost zum Beispiel total phänomenal. Ja, da kann ich ganz viele Äpfel essen. Ich habe das Gefühl, ich esse ganz viel und trotzdem geht es mir gut hinterher und trotzdem nehme ich nicht zu. Das war für mich ganz, ganz wichtig und hilfreich auf dem Weg zu meiner Ernährungsumstellung. Dann das, was ich auch, das hatte ich schon mal erwähnt. Wenn ich ein Lebensmittel vor mir habe und dass ich mir vorstelle, okay, wenn ich das esse, tut mir das gut. Und ich dann merke, ja, das tut mir gut. Und ich es dann esse und es mir auch noch schmeckt und ich merke, es tut mir gut. Und auch hinterher, ich esse es und mir geht es auch hinterher gut. Ich bin nicht schwer, ich fühle mich nicht unwohl hinterher. Dann esse ich dieses Lebensmittel. Aber ich mache diesen Prozess schon vorher. Ich muss das jetzt nicht jedes Mal machen, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, da so einen Kuchen vor mir habe oder einen Apfel vor mir habe, beim Apfel brauche ich es nicht mehr machen, da weiß ich das mittlerweile. Aber wenn so neue Sachen kommen, dann stelle ich mir das immer vor, wie ich das esse und gucke, ob es mir dann gut geht. Und nur dann nehme ich es zu mir. Natürlich nicht, wenn ich gerade eine Attacke habe, ja, eine Heißhungerattacke oder so. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt, Ausnahmen erlauben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz viele wichtige Sachen. Und zwar so, dass wenn du mal sozusagen dann doch die fette Pizza isst oder
irgendwas Krasses ist, dann schmeiß nicht gleich alles über den Haufen und denk so, ach, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht stark genug. Dann war das halt einfach ein Ausrutscher, eine Attacke oder ein Tag, wo du keine Kraft hattest oder das nicht so funktioniert hast, wie du es dir vorgestellt hast. Aber dass du kannst am nächsten Tag weitermachen, du kannst bei der nächsten Mahlzeit wieder anfangen. Ja, nur weil du einmal es vielleicht da, ja, nur weil es einmal irgendwie du unzufrieden mit dem bist, was du dann gegessen hast, mach trotzdem weiter. Lass dich nicht abbringen und werf nicht alles über einen Haufen. Genau, dann noch ein anderer Punkt, der mir auch geholfen hat, ist, die Erfüllung nicht im Essen zu suchen, sondern mir ein erfülltes Leben zu schaffen, was mich anders auch nährt, ja, wo ich die Süße des Lebens anders zu mir nehme. Ja, aber dieses, und da hilft mir das auch, mir bewusst zu machen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe tolle Freunde, ich habe eine gute, also eine liebevolle Familie, die es gut mit mir meint. Ich habe meinen Beruf, den ich liebe, ja, wo ich sehr viel Erfüllung finde in der Arbeit mit den Menschen. Und das mir einfach bewusst zu machen und mir da eine andere Ernährung, eine andere Nahrung reinzuholen. Genau. Dann ganz auch gut und hilfreich, such dir Gleichgesinnte. Such dir Menschen, die auch an dem Punkt sind, wo sie sich wandeln möchten, wo sie wachsen möchten, die sich rohköstlich ernähren oder je nachdem, an welchem Punkt du da gerade stehst. Aber such dir da Unterstützung von Gleichgesinnten, das ist immer, immer leichter. Genau. Dann so ein bisschen ähnlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, such dir die Süße des Lebens in anderen Dingen. Geh ins Kino, geh in die Natur. Ja, also wie kannst du dir außer über Süßigkeiten noch ein schönes Leben bereiten? Gehst du gerne in die Sauna? Gehst du gerne baden? Da hat jeder was anderes. Also mach dir eine Liste mit Dingen, die dir gut tun, die dir ein Wohlgefühl bereiten. Und dann tu diese Dinge. Und als letztes möchte ich noch mit dir teilen, das fand ich auch mal sehr spannend, was auch sehr hilfreich sein kann. Mönche zum Beispiel, die leben ja sehr, ach, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, sehr reduziert, ne? Auf Basissachen so reduziert. Und asketisch könnte man, glaube ich, sagen, ne? Asketisch. Also sie ziehen sich von all diesen möglichen Suchtstoffen zurück, um innere Stärke zu erlangen, um dann wieder in das, sage ich mal, alltäglichere Leben zurückzugehen, aber dann halt schon gestärkt, ja, durch diese inneren Prozesse, die sie dann gemacht haben, und können dann diesen sozusagen Verführungen viel leichter widerstehen, weil sie einfach eine innere Stärke erlangt haben. Also, das waren meine mentalen Tipps für eine Ernährungsumstellung, für den Ausstieg, für den dauerhaften Ausstieg aus der Zuckersucht. Und ich hoffe, da waren einige Sachen für dich dabei. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst und wenn du Fragen hast oder andere Hinweise, selber Erfahrungen gemacht hast oder noch weitere Tipps hast, dann schreib die gerne unten drunter in die Kommentare. Und ja, ich bin gespannt und freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. Und ja, erzähl mir gerne oder schreib deine Erfahrungen. Genau. Also, bis ganz bald. Hier war die Kathi.